MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Steht der noch da drin? Hallo. Ah ja, okay. Oh, geil. Das reicht natürlich nicht. Ja, da hinten. Ich bin oben. Weißt du? Hahaha. Ich hab Bücherregale. Soll ich die abreißen? Oh oh. Ja, ja. Hexe. Scheiße, jetzt habe ich eine Kuh erwischt. Nein, nicht da drin hochgehen. Er ist tot. Geil, da oben steht ein Zombie. Ich mache jetzt mal den Villager platt hier, der nervt. Ja, geh weg jetzt, komm. Was denn? Hat der einen Schrei losgelassen. Nick, ich baue hier mal die Bücherregale ab. Ja, mach das. Ach. Guten Tag, Mario. Bin auch irgendwo. So, Mario. Ich muss jetzt gerade mal die Aufnahme hier unterbrechen, die eine. Jetzt muss ich nämlich echt mal gucken, ob ich bei OBS nämlich wieder Dings habe. Sonst habe ich nämlich gleich Probleme. Mein Internet laggt. Ja, wobei, nochmal stoppen. Was, Benny? Okay. Wenn ich den Teil im Code hab. Hier ist gar keine Schmiede. Das Dorf ist. Zeug von denen. Frage, ob ich hier lebend runterkomme. Ich hatte gerade einen Lag. Wieder da. So, es wird Tag. Ja, und ich hab gerade. Wäre halt ganz gut, wenn ihr irgendwann wieder zurückkommt, damit ich das Portal aufstellen kann. Ja, ja, ich hab jetzt erstmal megamäßig Bücher geklaut hier. Benny! Das ist auch gut. Ja. Guck mal. Was ist das für ein Zombie, bitte? Das ist ein Villager-Zombie. Ja. Verbrennt jetzt aber auch da unten schön. Nein, ich brenne! Wer ist denn das jetzt geschafft? Jetzt nicht mehr. der Villager-Zombie hat angefangen zu brennen und er hat mich angezündet. Und du hast auch Sympathie mitgemacht, ja? Oh. Ja. Oh, Tidi! Alter, diese Dinger nerven. Oh, Tidi! Gar nicht. Ja, ja. Houdini. Ja. Houdini, Houdini. Mein Internet laggt. Mein Internet laggt. Und dann eine Riesenspinne auf einmal hoch. Also ich bin oben. Auch. Mal. So. Ja, mein Internet laggt gerade ein bisschen. Bisschen ist gut, du standest gerade die ganze Zeit da unten, was dann mit einmal oben? Ja. Mario kann zaubern. Ah, jetzt haben wir keine Schaufel dabei für Schnee, ne? Nee. Willst du mit Schnee? Weil Leute abwerfen. Toll. Glückwunsch. Können wir eine Schneeballschlacht machen? So, können wir von hier oben jetzt unser Dorf sehen? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, ihr seid elendig weit weggerannt. Ja, sind wir auch. Ja, dann ist es glaube ich nicht so hoch, das zu sehen. Seid ihr, welche Koordinaten habt ihr? Ich bin auf 327 zu 74.
Okay. Wo sind wir? Ja, wir sind bei 47, 345, minus 375 so rum. Ja, dann würde ich sagen, wandern wir da in die Richtung, hier in meine Blickrichtung da. Das sind meine Koordinaten, ich stehe im Haus. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal geradeaus. Ja. Halt. Aua. Nein. Oh. Okay, ich überlebe das, glaube ich, gleich nicht mehr hier. Gerd, was meinst du, wohin wir das Portal stellen könnten? Frage. Bist du jetzt im Dorf? Ne, ich bin hier hinter dir. Da. Udidi! Ich habe nämlich gerade auch überhaupt keine Ahnung. Dass ich hier, dass man hier irgendwie runterkommt. Boah. Warte mal, kommt man da runter? Risiko. Okay, passt. Boah, wobei doch, ich habe einen guten Plan. Ob ich den so umsetzen kann, wie ich ihn habe, weiß ich nicht. Aber ich habe einen guten Plan. Alter, ich habe gerade gedacht, ich falle in die Lava, ey. Ja, das habe ich zuerst auch gedacht. Ich weiß aber nicht, wie das dann am Ende so sich in die Landschaft einfügt. Wahrscheinlich eher weniger, aber... Weil ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob ich quasi zu der Seite hin, wo auch unser kleines Lavabecken ist, beziehungsweise war, ob ich da quasi so einen Weg auf den See drauf baue, wo dann das Netherportal steht. Was haltet ihr denn davon? Kannst du machen, ja. Finde ich okay. Genau. Jo. Aus dem Dorf raus. An, hier vielleicht? Bist du denn? Ja, irgendwo aus dem Dorf raus halt. Ja, weil ich habe noch Kohle mitgenommen, deswegen. So. Warte mal, ich gehe mal auf den Baum einfach. Der Baumwanderer. So, ich bin jetzt auch raus. Ah, ich sehe dich. Ja, gut. Nee, das muss weiter raus. Ah, ist er, okay. Koordinaten sind 380. Guck mal, okay. Guck mal, da ist eine Höhle mit Kohle. Fragst du, was so sinnvoll ist, in die Höhle reinzugehen? Oh, wow. Wow. Voll die krasse Höhle. Egal, hier ist Kohle, die nehmen wir mit. So, perfekt. Wow, die Höhle hat sich wirklich gelohnt. Da unten ist noch eine. Eisen. Also, Benny, so meine Erkundungstour zahlt sich für uns gerade echt aus, Leute, ne? Wisst ihr das schon? Wer dann? Wie geht's noch weiter runter, Mario, ne? Wovon, wir gehen einfach mal hier runter. Ja, ach ja, du, da bist du. Ja, ich hab Licht dabei. Zack. Boah, oder was auch geil wäre, Eisen. Unter den See zu gehen. Unter den See? Ja, dass man quasi hier vorne den Eingang macht und dann geht da ein Tunnel nach unten. Da geht's hier noch weiter? Ja. Zum Portal hin. Nee. Ja, hier geht's nicht mehr weiter. Wie also sieht's denn damit aus? Das geht auch. Das wäre auch nicht schlecht. Ja. Weil ich glaube, das könnte auch ganz cool aussehen, wenn man das vernünftig macht. Ich probiere das mal aus. Das wird jetzt zwar ein bisschen dauern. Weißt du, und dann kann man ja, wenn man dann im Nether war, vielleicht das Ganze mit dem Netherstein, mit den Nethersteinen ausschmücken. Ja. Und Glowstone hat... Boah, Alter, das könnte richtig cool aussehen. Okay, das könnte cooler aussehen als unser Haus. Hier geht's nicht mehr weiter. Ich glaube, wir sollten mal zurück zu unserem Haus, denn da können wir mal das ganze Zeug abgeben. Ja. Die Noten waren 308. Gerd, ab wann ist Warenannahme? Warum?
Ja, die wollen Zeug abgeben. Ja, ja. Ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung. Glaubst du? Ja, die sind im Ich, oder ich zumindest. Ich bin hier, guck mal, siehst du mich? Wo bist du denn? Oh. Guck mal, ich bin hier oben. Was mach ich denn hier für ein Kram? So mein Gott, ey. Eine Insel? Zu blöden Maus zu bedienen. Hier oben, guck mal. Hier, höchster Punkt hier, da. Da, über dir. Ach, da, oh. Ich würde sagen, wir müssen hier in die Richtung. 308. Hier lang. Ja, hier lang. Ja, hier lang ist richtig. 380, 143. Eigentlich müssten wir fast nur so jetzt hier so weiterlaufen. Ja. So, und dann... Warte, Pilze. Hier ist der Eingang. Oh, ich kann nichts mehr mitnehmen, ich bin voll. Ja, ich sammel ein. Mein, habt ihr alles eingesammelt? Ja, vieles. Ich habe auch Bücher gesammelt. Für die Bücherregale. Bin aber auch fast voll. Und dann wird das die Tunnelbreite. Oh ja, das könnte gut werden. Haben wir noch irgendwo Erde? Jede Menge. Ich brauche jetzt nämlich Erde. Bist du denn? Im Haus. Im Haus. Haben wir nicht mehr Erde in den Kisten? Ich hab noch so viel Erde. Ja, Mario war aber der Meinung, alles wegschmeißen zu müssen, weil man Erde ja nicht braucht. Ne, Mario? Ach Quatsch. Benni, wir gehen hier hoch. Toll, ich brauche gerade Erde. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir, ich habe hier Erde. Pass auf, Benni, jetzt finden wir gleich die Schlucht und sind voll, weißt du? Mhm. Weil ich möchte das jetzt mal so als Erdkonzept... ich habe ein Schwein gefunden, zwei Stück. Drei. Vier. Nicht kaputt machen, wir können mitnehmen eins. Jetzt gerade bin ich hier draußen. Hoppala. Ich hab keine Karotten. Aber ich... Ich habe jetzt noch hier 35 Steine mitgebracht. Alter, wann geht es denn mal kaputt hier? Ja gut, Steine habe ich auch genug, theoretisch. Erde, hier, da. Achso, ja gut. Ja, damit komme ich erstmal aus. Werde zwar noch ein bisschen mehr brauchen, aber ist erstmal ganz gut. Wenn ich dann das hier. Da, da. So. Mein Schwert ran. Betrachten. Das Ganze soll ja auch ein bisschen höher genau. werden. Genau. Guck mal, jetzt hast du sogar zwei. Ja, aber die Frage ist, wo müssen wir hin? Ja, warte, wir müssen eigentlich jetzt noch geradeaus hier. Eigentlich müssten wir jetzt nur geradeaus durch. Wir sollten uns beeilen, es wird Nacht. Ja. Tschüss. Nick, ich bring Schweine mit. Du kommst mit denen sicher an, ja? Glaubst du aber selber nicht. Ob du die auch noch dabei hast, wenn du hier bist, ist ja eine andere Frage, ne? Könnte jemand vielleicht ein Timeset machen, dass es wieder hell wird, sonst haben wir hier echt ein Problem. Na gut, komm. Ich hab jetzt schon drei Schweine im Schlepptau und wenn es jetzt duster wird, danke. Vier Schweine, fünf Schweine! Sprichst du von dir immer im Plural? Schwimmen die eigentlich? Weiß ich nicht, müssten sie. Ich lauf außen rum mit ihnen. So, das sollte so die Größe sein. Jetzt sehe ich überhaupt nichts, weil die Sonne blendet. So, und dann geht das hier hinten. Weil setzt sie noch einen dran. Das ist echt gar nicht so leicht, damit das auch halbwegs dekorativ aussieht, weißt du? Bau doch erstmal, verschönern kannst du nachher immer noch. Du Mario. Ich bin außen rumgelaufen. Ja, aber ich will das halt direkt mit Erde so vorbauen, wie man das dann später prinzipiell auch einigermaßen lassen könnte. Wenn ich direkt die Form habe nachher, wenn ich dann Kohle. Die richtigen Steine, die ich haben will, klar. Benutze. Boah, die Sonne in Minecraft blendet noch viel fieser als die Sonne in der Realität, ey. Nimm mal noch mal ein bisschen Kohle hier mit. Ja, ich versuche gerade die Schweine hier mitzunehmen.
Kommt!